Starbucks-Aktie in Gefahr, dieser Newcomer macht Konkurrenz. In diesem Video schauen wir uns das mal genauer an. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an alle angehenden und aktiven Investoren. Mein Name ist Philipp Malte-Lingnau. In den letzten Wochen haben wir uns ja mal Starbucks angeguckt, die Aktie genau analysiert und auch geschaut, was wäre denn mal ein fairer Preis und macht es fundamental Sinn, in die Aktie zu investieren. Unser Fazit war ja, der Preis hat zum Zeitpunkt aber noch nicht gestimmt. Hier oben findest du übrigens das Video. Und wenn wir uns jetzt so Value-Titel angucken und sagen, okay, ich weiß, an welchem Bereich ich die Aktie kaufen würde, da ist das Chancen-Risiko-Verhältnis sehr gut für mich, ich sehe eine Unterbewertung, es macht Sinn, reinzugehen. Das sind natürlich die ganz, ganz spannenden und wichtigen Zeitpunkte. In der Zwischenzeit macht es natürlich aber auch Sinn, sich den Gesamtmarkt weiter zu betrachten und zu schauen, gibt es Dinge, die sich ändern, wodurch das Fazit oder die Bewertung, die vorher stattgefunden hat, sich ändert. Und heute habe ich dafür in dem Video eine Aktie mitgebracht, die jetzt bald einen Börsengang plant, aber an deren Beispiel man sehr gut sehen kann, dass es auch wenn wir einen Titel haben, den wir für sehr fundamental gut halten, trotzdem noch notwendig ist, die Augen offen zu halten und hinzugehen und das zu schützen, was wir im Depot haben. Denn Dinge, die jetzt gut sind, müssen zukünftig nicht unbedingt auch gut sein. Und das Ganze sehen wir hier. Und zwar geht es um das Unternehmen Luckin Coffee. Das hat nämlich jetzt einen Börsengang für die USA beantragt. An sich jetzt erstmal ja, neutral, ist halt eine Kette, die Starbucks Konkurrenz macht, die ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgt. Und wenn wir das Ganze hier jetzt mal angucken, dann ist nämlich da eine Sache, die mir direkt aufgefallen wurde. Zum einen ist das Unternehmen mit 3 Milliarden jetzt mittlerweile bewertet und es sind jetzt, allein in diesem Jahr sollen 2.500 Filialen eröffnet werden und das vor allem in China. So, zuletzt hatte Starbucks jetzt hier in China 3.600 Filialen und alleine das Unternehmen möchte jetzt dieses Jahr 2.500 Filialen eröffnen. Was macht Luckin Coffee? Ich habe mir das kurz ein bisschen angeguckt. Endlich ganz, ganz ähnliches System wie Starbucks. Die haben viel noch mit Online-Orders, die gemacht werden können und wo man das Getränk dann im Shop abholt. Das ist noch ein bisschen anders, aber das System dahinter bleibt gleich. Und das ist natürlich immer normal. Und das haben wir auch im Endeffekt im Donnerstagsvideo gesehen. Wenn du das noch nicht gesehen hast, findest du hier oben. Wo wir gesagt haben, der Burggraben ist ein entscheidender Faktor. Und der Burggraben von Starbucks ist jetzt erstmal gewesen, dass wir diese Marke haben. Bei Luckin Coffee ist es jetzt so, wir haben jemanden, der gesehen hat, das System Starbucks, hochpreisiger Kaffee, in der coolen Location, hip gemacht, funktioniert. Und jetzt ist es die Frage, ist Luckin Coffee in der Lage, diesem Burggraben Konkurrenz zu machen? Und unglaublich finde ich in dem Fall, wie schnell hier das Wachstum vorangeht. Ich habe jetzt hier nochmal den Wikipedia-Artikel aufgemacht und da sehen wir einfach, was für ein massives Wachstum das ist, denn das Unternehmen wurde erst 2017 gegründet und hat im Endeffekt bis Ende 2018 knapp 2000 Filialen schon aufgemacht. Und das ist natürlich ein rasanter Wachstumshebel, gerade in China. Jetzt sprechen wir nicht über Profitabilität, deswegen ist es aus Value-Investment-Sicht auch gar nicht mal unbedingt so interessant für mich. Aber es zeigt, dass gerade auch günstiges Geld und der Bedarf danach scheinbar diese schnellen Wachstumsraten ermöglicht. Und warum das Thema jetzt überhaupt so interessant ist, natürlich, weil die Frage ist, Starbucks, wir haben einen großen Wachstumsmarkt mit China, wo auch von China sehr, sehr viel erwartet wird, dass da das Wachstum stattfindet. Und wir haben jetzt einen Rivalen, der direkt aus der Heimat kommt, der den Markt gegebenenfalls sogar besser kennt und der einfach hungrig ist, extrem schnell, extrem wächst. Und das ist natürlich immer eine Sache, bei der man auf dem Schirm behalten muss, sind das Dinge, die jetzt erstmal fundamental Starbucks ändern oder die Einschätzung zu Starbucks ändern sollten. Für mich ist es der Teilaspekt Wachstum China, der das Ganze beeinflusst. Zum anderen ist es aber auch so ein Newcomer, wie jetzt Luckin Coffee in dem Fall,
hat natürlich den Nachteil, dass dieser Burggraben, über den wir vorher gesprochen haben, noch überhaupt keine Möglichkeit hatte, sich in irgendeiner Form so stark zu bilden, wie es bei Starbucks der Fall ist. Das heißt, die Marke hat noch nicht so eine Präsenz und im Endeffekt sind durch massiven Wachstum einfach, denke ich, noch viele Wachstumshürden Hürden da, um die gleiche Qualität, das gleiche Niveau in Form von Systemen zu schaffen. Und das wird sich zeigen, ob Luckin Coffee das im Endeffekt jetzt hier schaffen kann. Dieses aggressive Ausbreiten ist allerdings eine Sache, die natürlich für Starbucks jetzt dazu führen könnte, dass es ein Hemmnis in China wird. Und deswegen eine Sache für mich, wo es das Ganze wert gemacht hat, weiter drauf zu schauen. Eine andere Möglichkeit in der Interpretation ist natürlich immer, wenn ein solches Unternehmen es nicht schafft, profitabel zu arbeiten und langfristig eher in einen negativen Bereich driftet, egal wie viel Funding da jetzt drin ist, irgendwann kann einem Unternehmen das Geld ausgehen. Das gerade ist eine sehr, sehr günstige Lage, Geld ist günstig. Aber das ist auch immer eine Möglichkeit, denn ich betrachte mal beide Perspektiven, dass ein Markt eröffnet wird, wo die Zielgruppe offener wird für das Produkt und auch sieht, okay, es macht Sinn, dann nachher aber diejenigen, die schon Jahrzehnte Erfahrung in dem Bereich haben, und das ist nie zu unterschätzen, hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt einen größeren Markt, der mir geöffnet wurde und ich kann jetzt in dem viel, viel besser expandieren. Das sind so ein bisschen die Themen, die bei Starbucks da hineinfallen. Deswegen betrachte ich immer fundamental auch das, was passiert um das Unternehmen herum. Gibt es Dinge, die sich geändert haben, die darauf Einfluss nehmen könnten, dass das Ganze sich anders verhält, anders wächst, als ich es im Endeffekt geplant habe, denn das würde die Bewertung des Unternehmens Facebook jetzt in dem Fall beeinflussen. Für mich an der Stelle eine Sache, die ich im Hinterkopf behalte, wo ich sage, könnte gegebenenfalls auf den Bereich China auswirken. Wenn das Ganze groß genug wird, kann es auch immer wieder sein, dass es an sich in einem Earnings Call, also einem Quartalsbericht, der öffentlich veranstaltet wird, gerade in Amerika, wo man einfach zuhören kann, mit einfließt, wo dazu ein Fazit gezogen wird, wo bestimmte Dinge mal interpretiert werden. Und das sind Dinge, wo ich jetzt bei Starbucks die Augen zu offen halten würde. Und das deswegen einfach mal transparent geteilt. Was sind Dinge, die Neuigkeiten darstellen, die vielleicht nicht sofort akut werden, aber zukünftig interessant werden können. So viel dazu. Hattest du Luckin Coffee schon mal gehört? Hattest du es auf dem Schirm? Ich nicht, weil es im Prinzip ein Unternehmen aus China war. Das heißt, hier bekommt man davon relativ wenig mit. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Und wenn du jetzt selbst wissen willst, wie kann ich denn eine Bewertung machen? Wie kann ich Unternehmen finden, die unterbewertet sind und das unabhängig der Marktlage zusätzlich noch Einnahmen generieren? Dann habe ich hier gute Neuigkeiten für dich, denn dann kannst du dich auf einen Termin bewerben. Wir bringen nämlich genau das in unseren Ausbildungen bei. Und der erste Termin ist für dich komplett kostenlos, wo wir gemeinsam besprechen, dass wir Schritt für Schritt erarbeiten, was ist die Strategie, wie du sie privat umsetzen kannst, wie du selbst den Mehrwert daraus ziehen kannst, zum einen unterbewertete Unternehmen zu finden und zum anderen damit monatliches Einkommen zu generieren. Wenn das für dich interessant ist, dann klick hier oben, glaube ich, und vereinbare einen Termin oder erster Link in der Beschreibung. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.